Ja, Prost euch erstmal an der Stelle. Was trinkst du? Hallo. Apfelwein. Apfelwein. Schmeckt das gut? Darf ich mal ein Stück probieren vielleicht? Das ist so lustig. Darf ich mal probieren? Ja, bitte. Probier mal. Ich habe Äppelwoll natürlich schon mal, aber ich habe das, glaube ich, noch nie so bewusst. Das ist Sodbrand im Glas, oder? Trinkst du ein Glas? Ja, auch Spaß im Glas. Ja, auch ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch Spaß im Glas. Wiesbaden. Oder? Ja, das schmeckt so ein bisschen wie vergorener Apfelsaft. Ich glaube, das ist basically, das ist einfach literally, was es ist. Wie geht's einem damit nach 5? Aber riecht gut. Also gestern ging es mir gut. Also beziehungsweise die Rückfahrt war dann auf jeden Fall sehr schläfrig. Aber mir ging es auf jeden Fall gestern. Ich glaube, 5 waren es nicht gestern, aber so 3 oder 4 werden es gewesen sein. Ich muss dich jetzt mal auch eine private Frage stellen. Wie sehr hat dich gestern mein Gelaber während Morlock Dilemma, wie krass der Rap abgefuckt während des Konzerts? Ja. Ich fand's wunderschön. Es war mega. Ich fand's vor allem in der Kombination, ich erzähle es einfach und sonst schneide dir es raus. In der Kombination, dass du erzählt hast, dass du unbedingt ein Autogramm von Sammy Deluxe für deine Mama brauchst. Ja, habe ich auch bekommen. Es war so geil. Du kamst so zu mir und warst so, ey, ich hab das Autogramm für meine Mama. Es war so mega cute. Nein, es war toll. Es war richtig. Ja, es war ein sehr schöner Abend. Fangen wir bei den Battles gestern an. Warst du gestern komplett da? Ich glaube, du warst auch bei uns dabei. Ja. Wir machen das für Diltili übrigens jetzt hier. Du warst ja auch bei den Diltili-Matches am Start. Ja. Erzähl mal, wie war es denn so? Mega. Ich glaube, also ich fand es durch die Bank alles stark. Notice Lyri, glaube ich, genau das, was man erwartet hatte. Bei Kitana, Ilhan war klar, beide werden richtig krass sein. Haben auch alle schon gesagt, aber Kitana war einfach... Ja. Von den Flows, aber auch von der Ausstrahlung. Unfassbar, wie die da stand und wirklich keinen Fick auf nichts gegeben hat. Das war mega gut. Ja. Craze, Leo ist auch super stabil. Und das Freestyle-Turnier bei FOB, wahrscheinlich die beste Freestyle-Veranstaltung, die ich je gesehen habe. Live oder auch so generell? Ich würde sagen generell. Also mir fällt zumindest jetzt nichts ein, wo ich so denke, das war ähnlich stark. Einige Leute hier, Jua und Pato zum Beispiel, die wirklich über alle Runden so konstant gebattelt Bis leider und sowas. Bis aufs Gut, okay, das ja, das kann man mir mal aus. Aber auch da waren sie auch immer noch super consistent und haben einfach immer noch sehr gut abgeliefert. Ja, Shoutouts an euch beide. Das war echt übelst krass. Richtig gut. Ja, und heute? Wie hast du den gestrigen Tag verkraftet? Ganz gut. Habe ich den Tunschmann auch gefragt. Ja. Also ich habe ihn verkraftet, verkraftet. Heute Morgen war kurz so, okay, na gut. Und dann ging, aber genau. Ich habe auch 1,5 Stunden Zugfahrt jetzt hierher gehabt, deswegen das war eine ganz gute Gelegenheit, um nochmal so ein bisschen auszudösen. Ja, ich habe eben ein bisschen, Yasin hat lustigerweise immer so einen kleinen Handball dabei, da haben wir ein bisschen Fußball gespielt hier eben und hochgehalten. Das hat mir ein bisschen über den Kater geholfen. Und Jamie, ich muss das an der Stelle leider sagen, wenn du willst, schneid's raus, wenn nicht, trau dich das drin zu lassen. Ich habe Jamie 10-4 im Fußballtennis besiegt, das wollte ich nur kurz mal sagen. Ansonsten, heutige Battles, wie war es bisher für dich? Also nicht zu viel spoilern? Nee, aufsteigende Qualitätskurve, Schwierigkeiten bei dem Opener-Match und dann wird es immer besser. Ich hatte Herr Sören und Barretta waren auf jeden Fall einige Highlights dabei. Rule gegen Dias war bisher auch cool. Genau, und die anderen Battles kommen noch. Aber einmal Shoutouts an die Sonne auf jeden Fall und Shoutouts an diesen wunderschönen Garten. Ich hoffe, man sieht das hier. Das ist so eine geile Location für so. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe eben gedacht, wir battlen drin. Und wir waren ja relativ früh schon hier auch. Ja. Und dann kam die Info, dass wir draußen battlen. Ja. Aber da war ich aber richtig, richtig glücklich. Echt wirklich. Ich habe die Info im Zug gelesen. Irgendwie in der Story habe ich das gesehen, war auch so. Wunderschön. Geil. Wunderschön. So, wir haben hier in unserem kleinen Interview haben wir ein kleines Special eingebaut. Oha. Und zwar gibt es jetzt die wird zweifach bewertet, die Frage einfach. Macht das Publikum. Die Frage und die Antwort wird bewertet. Okay. Doppelte Punktzahl. Und zwar gibt es jetzt die Masterfrage. Und zwar die weltbekannte Tunschmann-Frage. Tunschmann, ich übergebe dir ganz kurz das Mikrofon. Bloß nicht zu lange. Ja. Los geht's. Also die Vorauseile. Genau. Wie lang kann die Frage werden? Also, wenn du deinem früheren Ich drei Worte sagen könntest. Drei Worte. Du darfst nur drei Worte sagen. Welche wären es? Schwer, ne? Battle nicht MC Mike. Lassen wir gelten.
Gute Antwort. Ja, das war's dann mit der tunschmannschen Frage. Geil, ja, mega. Was willst du noch sagen? Ich habe noch überlegt, ob es auch sowas sein sollte wie lernen Freestyle-Rappen oder so. Kauf das Pay-Per-View. Oder kauf Bitcoin. Alter. Alter. Echt. Reicht jetzt. Vielen Dank. Großartige Frage. Ja, möchtest du noch, jetzt wo wir die Tunschmann-Frage, wo du die, glaube ich, mit doppelter Punktzahl abgeschlossen hast, oder? Was würdet ihr sagen? Ja, also die ersten Punkte gehen an dich heute. Das Ding ist durch. Warum bist du ein schlechter Freestyle-Rapper? Bist du einer? Ja, ich bin, also tatsächlich weiß ich es gar nicht so richtig. Du hast ja doch bei uns mal ein Freestyle-Turnier mitgemacht, oder? Nee, ich habe das, glaube ich, einmal, ich habe bei Battle Rap Bundesliga einmal eins gejudged und ansonsten habe ich nie mitgefreestylt. Ich habe mal so mit Josef Steinschleuder so ein kleines bisschen zum Üben und ist irgendwie alright. Das Ding ist so ein bisschen, um deine erste Frage zu beantworten, ich bin damit halt nicht aufgewachsen, ne? Deswegen habe ich irgendwie nicht so einen Zugang dazu. Ich habe keine Friends, die freestylen. Aber so perspektivisch hätte ich da schon mal irgendwie Bock drauf. Das Ding ist halt immer so dieses quasi sich das erste Mal ausprobieren, findet dann halt auf der Tape-Fabrik mit laufender Kamera vor x Leuten statt. Deswegen so mal gucken. Aber okay, pass auf, dann habe ich jetzt eine Comfort-Zone-Frage habe ich jetzt noch. Oha. Würdest du gerne jetzt 2 bis 4 Bars freestylen kurz? Nein. Okay. Was hattest du? Genau, ich habe mich gefragt, ob, wenn man nicht so Jahre so mit Battle Rap zu tun hat und sich damit beschäftigt, ob man da nicht sowieso schon mal irgendwo sitzt oder rumläuft und dabei also das ist ja quasi auch wie Freestyle, was man dann denkt, wenn man über Texte nachdenkt. Also ich glaube, eigentlich die Bridge ist nicht so, wie siehst du das? Ja, literally, also Schreiben ist ja am Ende des Tages einfach nur in seinem Kopf freestylen und die besten Sachen nehmen. Deswegen im Grunde genommen ist es ja eh das Gleiche. Und klar hat man das, ich habe jetzt gestern mit Shorty Scharf und mit Fate noch ewig rumgehangen und wir haben dann so aus Joke die ganze Zeit auf alles gereimt, was wir gesehen haben. Natürlich ist so Freestyle irgendwie schon immer so im Kopf, aber für mich ist echt nochmal was anderes, dass ich irgendwie Reime finden kann und wahrscheinlich könnte ich jetzt auch schon irgendwie ein bisschen freestylen. Aber ich finde halt, wenn ich so das Turnier gestern sehe, denke ich, das ist halt so ein krasses Niveau und ich habe irgendwie da auch das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ich habe da sehr großen Respekt vor und bevor ich nicht die Überzeugung habe, dass ich da quasi diesem Respekt irgendwie was entgegenbringen kann. Ja, so. Ich glaube, es ist wahrscheinlich dann besser, in erstmal kleineren Cyphers mal ein bisschen sich auszuprobieren. Ne? Aber so haben sie, glaube ich, alle angefangen. Ne? Wahrscheinlich. Ne? Also ich zumindest auch. Ich kann es aber immer noch nicht so gut. Ah, okay. Ich hatte noch, wie weit geht deine Reise mit Lila zusammen? Ne? In Zukunft? Ja, macht ihr auch andere Sachen oder erstmal geht es um Battles jetzt für mich? Ja, genau, also Shorty Scharf und ich werden bestimmt noch ein On-Beat-Tour-and-Two machen, auf jeden Fall. Nee, aber jetzt ist auf jeden Fall nichts geplant. Aber wir haben uns über die Zusammenarbeit auf jeden Fall richtig gut angefreundet. Voll cool. Und, ja, ist ultra cute. Ist ultra cute. Voll cute. Also genau, Fate und Shorty haben auch bei mir übernachtet jetzt übers Festival und sowas und wir hatten eine richtig gute Zeit. Ja, voll schön. Ja, hyper cute. Und genau, deswegen, das ist bestimmt nicht das letzte Battle, was wir zusammen geschrieben haben. Ja. So. Dann lass Pato und mich mal noch 2 gute machen. Hm. Nachdem vielleicht wir den Vorrat bekommen haben. Ja, das ist der erste, die erste Finte, die wir euch schon stellen, auf der Reise zu euch. Ja, geil, und jetzt wird das nächste Battle wird quasi so... Ja, da so kommt, da wirst du schon... Ja, da kommt irgendeine kleine Info, die niemand versteht, außer ihr beiden. Ja, strong. Ja. Strong. Ja, finde ich gut. Ja. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. Ja. Schreibt's in die Kommentare. Ich glaube, ich habe deinen Namen noch gar nicht genannt. Sisyphos. Hi. Und auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, schön. Immer schön, Prost. Immer schön mit euch. Trink deinen Appleboy und genieß den Tag hier in der schönen Sonne. Geil, in Wiesbaden. Adieu. Bis später. Diltili, wir sind hier beim Crowdgeflüster. Ja, und ich habe einen der beiden Main-Match-Aspiranten hier mir ans Mikrofon mal kurz geholt, um mal ein bisschen zu quatschen mit dir. Warst du gestern, Capco Jones übrigens, hi, was geht? Grüß dich. Ja, hi. Warst du gestern schon beim Tape-Fabrik dabei? Oder wir sind gestern in Wiesbaden angekommen, aber ein bisschen später und haben einfach einen spannenden Abend gemacht. Dann heute gutes Frühstück im Hotel und dann in der herrlichsten Sonne, die man sich wünschen kann, Outdoor-Event, was gibt's Schöneres? Ja, das hatten wir eben auch schon kurz. Wann hast du davon erfahren, dass es draußen alles stattfindet heute? Als ich durch die Tür gelaufen bin, um in den Hof zu gehen, wurde gesagt, wir betteln auch hier.
Also nice, ganz ehrlich, bei dem Wetter gibt es auch keine schönere Location für ein Proving Grounds. Wie ist das so? Man kommt hier hin, man weiß, man hat hier ganz am Ende das Match, es laufen jetzt die Matches durch. Wie ist das für dich so? Kannst du gut abschalten jetzt? Kannst du die Battles genießen? Oder ist das schon so ein bisschen eine kleine Bürde auch zu denken, so boah, ich bin gleich auch noch dran? Bisher geht's noch voll. Ich bin gespannt, wie das gegen Ende wird. Also ich weiß noch nicht, ob ich das tue und tue, was ja direkt vor uns ist, ob ich mir das ganz gebe oder ob ich mich dann ein bisschen zurückziehe. Aber jetzt gerade geht's voll und es macht Spaß und von daher ganz entspannt gerade. Ja, finde ich bemerkenswert. Ich habe da immer große Probleme mit. Ich kann das nicht so, also das, die ganze Szenerie so nicht so gut sehen dann, weißt du? So druckmäßig, oder? Ja, so, das ist so, ich finde dieses Warten auf dem Battle immer super anstrengend. Ja. Aber ich finde so die 5 Minuten davor, wenn ich weiß, jetzt geht's gleich los, dann bin ich ruhig. Aber die Zeit davor, dieses Warten, finde ich schrecklich. Ja, mal gucken. Also bis jetzt geht's noch. Jetzt kommen ja noch 2 und dann nochmal Pause und dann mal schauen. Also bis jetzt alles entspannt, aber was der Kopf gleich macht, wird man sehen. Aber ganz gemütlich. Mit was für einer Leistung rechnest du von Sergeant? Hast du vielleicht sogar ein paar Predictions, was er bringen könnte? Oh, also Leistung erstmal glaube ich schon, dass die sehr gut wird. Hat er jetzt auch schon mehrfach gesagt und glaube ich ihm auch mal, warum nicht? Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Was kommt? Kein Plan. Ich denke mal, er hat natürlich sehr viel mehr Angriffsfläche als ich, von daher so ein bisschen was kann ich mir ausrechnen. Wie viele Bälle hast du jetzt schon gehabt? 2, das ist mein drittes. Ja, genau. Vor 3 Monaten bei Doodle, dann Dezember mein erstes Proving Grounds gehabt. Also von daher, bei mir ist es überschaubar. Von daher so ein bisschen was ausrechnen kann man sich schon, aber ich bin gespannt. Also ist jedes Mal eine Wundertüte und das macht ja auch mit am meisten Spaß, irgendwie abwarten, was kommt. Wie ist das so jetzt, den dritten Text zu schreiben? Hast du das Gefühl, du hast so die Tipps aus den Judgings, die du mitbekommen hast, oder generell dein Feedback, was zu deinen Leistungen vorher gebracht worden ist? Hast du da, interessiert dich sowas oder fährst du lieber deinen eigenen Stil so und denkst, es war cool, dass sie es sagen, aber ich zieh mein Ding durch? Natürlich spielt das ein bisschen mit rein, einfach weil ich finde, wenn man neu anfängt, dass man von anderen auf jeden Fall ein bisschen was lernen kann und wenn die einem Tipps geben, dass man da jetzt nicht die Ohren zuhalten sollte. Aber ich bin gerade noch sehr in Ausprobierlaune und hätte ich einfach jetzt letztes und dieses Battle genau den gleichen Film gefahren wie im ersten, wäre es sehr viel entspannter gewesen beim Schreiben und auch sehr viel sicherer, was so Reactions und so angeht. Aber ich denke, wann ausprobieren, wenn nicht jetzt zum Beginn. Deswegen ist es jedes Mal nochmal so ein Neuanfang, was will ich diesmal machen? Und hoffe, dass sich das irgendwann ein bisschen einpendelt. Aber jetzt gerade bei Sergeant war es nochmal ganz anders, weil der erste Gegner hatte noch nichts online. Da habe ich wirklich fast nur Name gemacht. Der zweite hatte ein paar Battles, die aber alle her waren. Da konnte ich mir nicht gut vorstellen, was kommt. Und bei Chris ist natürlich wirklich, der ist präsent. Da kann man sich viel ausruhen. Das ist dann eher schwierig, was nehme ich mit rein und sich ein bisschen zu begrenzen. Und das Ganze dann aber auch in eine Richtung zu lenken, dass das nicht überall in den Kommentaren schon durchdiskutiert wurde oder so. Deswegen, das ist diesmal eher die Challenge gewesen. Aber hat richtig Spaß gemacht zu schreiben und ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, wie es nachher kommt und wie es läuft. Ich glaube, das sind wir alle. Ich habe sehr, sehr viel Bock auf das Match nachher. Jens, bei uns darf auch der Kameramann Fragen stellen. Wir machen das. Die Reaktion, so wie ich sie wahrgenommen habe, auf deine letzten 2 Battles, bei deinem letzten war ich dabei auch, habe ich es auch gejudged, weil ich weiß es nicht mehr, war sehr, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Reaktionen sehr positiv waren bei dir. Macht das was mit dir? Hast du das Gefühl, du wirst jetzt schon gepusht? Da könnte sowas wie ein Hype kommen oder sowas? Hast du über sowas schon mal Gedanken gemacht? Nee, also um sowas wie ein Hype mache ich mir keine Gedanken. Das geht zu schnell auch, dass es wieder weg ist. Und ich fand auch mein letztes Battle nicht so stark wie mein erstes. Da habe ich selber mehr draus gelernt, als das, was ich an Reactions bekommen habe. Ich bin dann immer sehr tief drin, durchzugucken, was muss ich anders machen, was möchte ich anders machen. Das heißt, so richtig mich dann drauf fallen lassen, wenn Leute sagen, das war alles irgendwie super und das war so, das kriege ich nicht hin. Da bin ich selber, glaube ich, zu sehr am Overthinken und am Analysieren bei mir selber. Deswegen, klar lernt man da draus und klar ist es auch schön zu hören, dass irgendwas gut funktioniert, aber ich finde es auch dann irgendwie, wie gesagt, ein bisschen unspannend zu sagen, ach, das hat alles super funktioniert, cool, dann schreibe ich das Battle jetzt 3-mal genauso und nehme den Hype mit und kletter nach oben, so schnell es geht. Dann lieber spannend und neu. Gibt es in dieser, ich sag dir erstmal in der Kürze der Zeit, schon eine Sache, die dir klar geworden ist oder gab es einen Punkt, wo du schon so eine gewisse Erkenntnis erlangt hast? Also nicht, dass du es haben musst, aber gab es schon so ein bisschen Klarheit durch die 3 Vorbereitungen und 2 Battles? In Bezug auf was? Also safe, so viele Kleinigkeiten. Beim ersten Battle wusste ich noch gar nichts, da habe ich also ganz viel gelernt natürlich. Beim letzten war es, dadurch, dass ich viel ausprobiert habe, sehr... Also ich hatte in der zweiten Runde was drin, was
was nicht gestimmt hat am Ende, wo ich sauberer arbeiten muss. Und das entsprechend ist natürlich was man daraus mitnimmt. Oder auch zumindest, selbst wenn es gestimmt hätte, hätte er den Kopf schütteln können und dann wäre die Runde kaputt gewesen. Ich weiß, also ich glaube ihm, dass es das so nicht war. Aber selbst wenn, hätte ich da reinlaufen können. Sowas lernt man. Und letztes Mal habe ich auch gelernt, nicht kurzfristige Änderungen machen. Also ich glaube, das ist auch was man dann viel lernt. Und da habe ich irgendwie vorher gedacht, ach komm, dann baue ich das noch ein, weil er hat das T-Shirt an und das, seine Freunde sehen irgendwie so aus, das passt gut in die Mitte der ersten Runde. Und das hat auch alles geklappt von der Delivery her, hat aber nicht gezogen, weil es eben nicht dreimal durch den Filter des Textschreibens gegangen ist. Und dann kam die Unsicherheit und das waren so die beiden großen Lehren aus dem letzten Battle. Ja, das klingt doch alles sehr durchdacht hier bei dir. Hoffe ich. Kannst du auch, wenn du sehr verkopft, oder was heißt sehr verkopft, wenn du da so intensiv reingehst, kannst du denn noch freestylen? Jetzt nicht. Das war die Frage nämlich. Vielleicht hätte ich vielleicht einen coolen Reim auf der Sergeant oder sowas. Hätte man aber machen können. Kriegst du es hin? Nee, vor allem nicht, weil ich so vieles schon im Kopf habe. Ah, okay. Das wäre jetzt gelogener Freestyle. Also wenn okay, ich verstehe. Sachen daraus ziehe, das wäre irgendwie faul. Ja, willst du was aus? Du könntest jetzt was aussortiertes bringen. Nee, das heben wir uns mal fürs Battle auf. Was aussortiertes? Nee, die aussortierten Sachen sind aussortiert aus gutem Grund. In Ordnung. Damit können wir, glaube ich, leben. Ey, Digi, vielen lieben Dank für deine Zeit, so kurz vorm Battle jetzt noch mit uns hier ein bisschen zu quatschen. Sehr gerne. Viel Erfolg. Zu meiner Linken befindet sich der wunderschöne Wenzel, der jetzt hinter diesem T-Shirt emporsteigen wird. Jetzt ein Einsatz? Ah, okay. Sehr schön, das hat fast gut geklappt. Hallo. Und wir befinden uns hier gerade rechts von uns am wunderschönen Merch-Stand. Und der wird von dir ja seit gestern fachmännisch betreut. Hat gut geklappt, sagen wir es so. Okay, super. Alright, letzte Woche kam, ich glaube letzte Woche, oder kam dein Match online gegen Moitz? Ist es schon 3 Wochen her? Ey, die Diltili-Uploads vergehen so schnell, ich komme selber kaum noch hinterher. Hast du es dir nochmal angeguckt? Was würdest du jetzt so in der Retrospektive zu dem Match sagen? Safe habe ich es mir nochmal angeguckt. Ich habe es mir sogar, nicht als es jetzt rauskam, als es im PPV rauskam, habe ich es mir mit meiner gesamten Familie, und ich habe eine recht große Familie, angeguckt. Das war auch sehr sweet. Und ja, ich habe es mir auch jetzt nochmal angeguckt und natürlich gucke ich auch, ich bin safe einer von denen, der auch regelmäßig die Kommentare checkt. Weil mir natürlich auch wichtig ist, was die Leute sagen und denken. Und nichtsdestotrotz habe ich auch meine eigene Meinung dazu. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich freue mich, dass die Leute so viel Spaß hatten, wie wir es beide hatten. Es war auf jeden Fall, kam gut an und ich hatte da meinen Spaß bei. Hab natürlich auch meine Kritik an mir selber. Ich fand Moitz sehr geil. Ich habe seine Gimmicks super geil mit dem Penis. Er hatte noch ein Gimmick, wovon keiner was mitbekommen hatte. Er hatte, das kann ich jetzt mal hier mal droppen, er hatte auf dem Zettel, das sieht man in einer Szene, da tut er so, als würde er was ablesen, aber er liest gar nichts ab und da ist nur dieses Zeichen, ist da nur drin. Und wenn man auf mich guckt, sieht man auch, ich gucke so, ich probiere so zu gucken, was auf seinem Zettel steht, und dann bin ich irgendwann so, Alter, und er hat es halt nirgends gedroppt oder so, und das ist mega, mega gut. Also hier an der Stelle nochmal Moritz, super, Props an das Match. Das war quasi ein Gimmick nur für dich. Das war jetzt nicht für die Crowd, das war ein Gimmick, das hat er dir nur geschenkt. Jein, ich glaube, er meinte auch, dass er irgendwie überlegt hat, das noch irgendwie anderweitig zu droppen für die Öffentlichkeit. Aber er hatte das, glaube ich, nicht ganz ausgefeilt, wie er das machen soll oder so. Ich weiß auch nicht, ob er das für mich gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was genau am Ende der Gedanke war, aber... Ja. Leider... Achso, du hast eine Frage. Möchtest du die hier stellen? Hier, bitte stell die. Wann, also wie lange nach dem Battle hast du nachgeguckt auf dem Flyer mit diesem Design? Mit dem Penis. Aber ich bestimmt direkt danach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe es direkt danach gecheckt natürlich. Ja, safe. Also ich habe da keine Sekunde Zweifel dran gehabt, dass er das gemacht hat, war ich mir sicher, ja. Man hat im Netz zu dem Battle öfter mal Kommentare gelesen im Sinne von Battle der Praktikanten. An der Stelle könnte man ja mal kurz einfach mal einsteigen. Wie sieht denn eigentlich so ein Diltili-Praktikum aus? Vielleicht gibt es ja Interessenten so, ne? Ich meine, Praktikum bei Diltili ist bestimmt geil. Ja, safe. Also die Jungs benötigen auch auf jeden Fall immer wieder Support, weshalb auch nicht zuletzt ich dann wieder dabei bin. Ich meine, ich mache das natürlich gerne und mir macht das auch Spaß, bei den Events dabei zu sein, ein bisschen durch Deutschland zu kommen. Aber ja, die Jungs brauchen auf jeden Fall immer jemanden, der irgendwie supporten kann. Und was macht man so?
ja, vor allem bei den Events selber unterstützen, mit aufbauen, einfach so mitdenken können, so was jetzt irgendwie gemacht werden muss. Die Jungs machen in erster Linie so den ganzen technischen Kram mit den Kameras und so, und ich glaube, alles, was so nicht damit zu tun hat, kann man während der Events so übernehmen. Genau, und außerhalb der Events habe ich, habe tatsächlich damals bei meinem Praktikum auch relativ viel für Earside gemacht, das Record Label. Aber auch mit dem Chief zusammen so ein bisschen tatsächlich so ein Excel-Tabellenkram auch gemacht, so Sachen sortiert, irgendwie Statistiken irgendwie aktualisiert, ein bisschen auch Bewerbungen angeguckt und auch ein bisschen aussortiert und so, so eine Sachen, ja. Wann kommt der Wunsch selber zu battlen? Ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen mit meinem Bruder und meinem Schwager. Das habe ich in einem Interview auch mal erwähnt. Unter uns einfach so zu battlen. Aus Spaß. A cappella erst, und dann, als Corona kam, haben wir uns dann auch Videos hin und her gesendet. Wie wir Onbeat dann? Das war dann Onbeat, genau. Und dann, also halt einfach nur Selfie-Cam, so ein bisschen gefilmt, wie wir das battlen, rappen. Und dann irgendwann hatte ich, glaube ich, noch mit Jamie gechillt. Und dann hat er so gefragt, ey, wie sieht's bei dir so aus? Hast du eigentlich mal Bock? Und ich war so, ja, ich spiele schon irgendwie mal mit dem Gedanken und so. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 4-5 Mal oder so gegen meinen Bruder und meinen Schwager gebattelt. Da gehen dann die Engels natürlich auch irgendwann aus. ja, also ich glaube, das war dann so, ich will keine Ahnung, wann der Wunsch direkt aufkam, aber es kam so Ende 21, 22, glaube ich, nee, 22, kam dann mit Jamie einfach ins Gespräch, ja. Würdest du sagen, es ist nervig, wenn man selbst battelt, aber auch an der Orga beteiligt ist? Weil das ist was, was ich jetzt festgestellt hatte bei meinem Onbeat mit Andy, dass ich so in der Woche davor gar nicht so in diesen Battle-Modus komme, weil ich mich noch mit 100 anderen organisatorischen Sachen irgendwie vom Event rumschlagen musste. Ist es für dich auch ein Problem oder hast du da irgendwie eine gute Möglichkeit, das abzutrennen? Nee, also ich glaube, da bist du einfach wesentlich, ich meine, ihr seid eine kleinere und wesentlich weniger etablierte Liga, weshalb bei euch, glaube ich, auch einfach mehr Arbeit, naja, nicht mehr Arbeit, aber vielleicht, dass weniger eingegroovt ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, bei Hanno und Jamie, die haben da einfach... Ich bin gar nicht mehr so krass drin. Ich bin halt. Du bist einer von wenigen Leuten hier, die gestern auch die Battles gesehen haben. Wie fandst du die Battles gestern? Weil wir wollen auch ein bisschen Stimme einfangen. Ich kann eigentlich vor allem nur zu Craze gegen Lios was sagen. Da habe ich am meisten bekommen, weil ich stand am Merch-Stand und weil Hanno und Jamie obviously da sein mussten vor Ort. Euer Freestyle-Turnier, das fand ich ziemlich nice. Das waren natürlich auch Battles. Die hast du jetzt wahrscheinlich gar nicht gemeint, aber die fand ich richtig geil. Du hast mich ja mies überrascht. Du warst ja so geil, Alter. Richtig, richtig gut. Und Jua auch, der das ja... Spoiler. Der es gewonnen hat. Auch richtig gut. Also das hat mega Spaß gemacht. Und vor allem auch so Notice zwischendurch rausgehauen. Tommy Too Late rausgehauen. Craze rausgehauen. Also so... Ne? Hätte man einfach nicht gedacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Und zu den Battles selber, Craze, Lios, fand ich nice. War jetzt nicht so überragend irgendwie mega. Ist ja auch Onbeat, immer ein bisschen anderer Vibe. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der erste Beat war leider mega lame. Da wurde ich auch schon vorgewarnt von Lios. Der meinte so, ja, erster Beat. Notice gegen Lyrico, kann ich nichts zu sagen. Das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Und? Ilhan gegen Kitana. Da habe ich nicht so viel akustisch verstanden von der Entfernung. Aber ich habe mir auf jeden Fall sagen lassen, dass das wohl ordentlich Feuer war. Und ich freue mich auch, das nochmal dann anzugucken im PPV. Ich glaube, da ist richtig was, kann man sich richtig was geben. Vor allem auch, dass so Kitana und Ildan ist ja auch jetzt mittlerweile etablierter Rapper an sich. Einfach mal sowas mit größeren Größen, sage ich mal, aus dem Rap-Game finde ich auch geil, dass die sich da mal gegenseitig battlen. Ja.
Ja, ich fand auch tatsächlich, das war mein Lieblingsbattle von den drei Onbeats. Die Luft hat richtig geknistert zwischen den beiden so, die Atmosphäre war richtig krass. Anna meinte auch gestern im Interview, war es irgendwie immer noch sehr, sehr, sehr dicke Luft. Und gut, dass du es mal angesprochen hast, Ilhan, falls ihr das nicht gehört habt, checkt die 110-EP, heißt die, glaube ich, von Ilhan ab. Ich habe die Freitag zufällig gehört, die ist richtig krass, checkt die auf jeden Fall aus. Wir haben hier den lieben Kai aufgetrieben, der sich heute, wie ich mir gerade habe sagen lassen, auf seinem ersten Battle-Rap-Event befindet. Wie hast du es dir vorgestellt und wurden deine Erwartungen erfüllt? Ich habe mir ein bisschen engere Battles vorgestellt, aber ich bin hier ein kleiner Fanboy. Ich sehe hier viele Legenden oder Leute, die ich einfach vom Battle Rap oder auf YouTube kenne und bin so ein kleiner Fanboy und freue mich einfach mega. Die Battles waren auch einfach cool, alle relativ eindeutig, bis auf das letzte, aber habe ich sehr gefeiert. Das wäre jetzt meine Frage, wie es mit engeren Battles meinst du so vom, wie knapp das Ergebnis war, meinst du? Die Ergebnisse waren halt relativ eindeutig, weil Dasha hat zum Beispiel recht abgeliefert, weil die ihn geil predicted hat und einfach einen coolen Scheme gehabt hatte und ihn dann halt ziemlich niedergemacht hat. Wo wir gerade beim Thema Dasha sind, das war jetzt gerade im letzten Blog. Ich fand auch, Dasha war heute richtig, richtig krass und es wirkte einfach alles, was sie geschrieben hat, so ehrlich. So, ich habe immer voll gewusst, was sie meint und wieso sie das geschrieben hat und finde auf jeden Fall, Dasha sollte jetzt vielleicht mal, keine Ahnung, einen Platz auf einem besseren Line-Up bekommen. Ich bin da ein bisschen bei Edgar Wasser, Frauen haben was mehr im Battle-Rap zu suchen. Das ist eine Szene, die nicht so ansprechend ist. Und ich finde es geil, wenn halt jemand da ist und einfach mal abrockt und sowas. Ich glaube, du hast es halt echt schwer mit der Crowd, weil halt irgendwie, hey, ganz ehrlich, Mutterficker-Lines und sowas, die droppen halt immer und treffen immer und sie hat irgendwie quasi, die macht so mehr Crowman und so ein bisschen Feminismus. Und ich finde, das ist ein guter Part, weil Rap gibt halt auch ein bisschen halt die Gesellschaft wieder. Und es ist auch gut, dass dieses Thema einfach mal mit dabei ist und dass es halt mal nicht so stumpf ist und dass sie halt einfach mal was droppt. Ja. Safe bin ich voll bei dir. Es ist auf jeden Fall viel einfacher, mit so stumpfen Sachen die Crowd zu catchen. Aber jetzt heute das Match hat ja eigentlich perfekt gezeigt, dass es ja auch total andersrum sein kann. Weil gefühlt gingen die Parts von, wie heißt der, sorry, wie... Aesthetics, so gefühlt seine Parts haben mir wirklich gar nicht gezogen. Es war ja sehr, sehr still in der Crowd und so. Und Dasha hat irgendwie gefühlt direkt nach der zweiten Bar direkt eine viel lautere Reaction gehabt als alle seine Parts zusammen. Und gerade in letzter Zeit haben wir eigentlich auch viele starke Female Newcomer. Hast du das alles so auf dem Schirm? Ja, so ein bisschen Bilal gegen Goiner war auch ein krasses Battle. Was Bilal? Basie, ja. Okay, ja, genau. Aber auch einfach cool. Ich find's einfach cool. Ich find's an sich noch ein bisschen komisch, weil ich so männliche Stimmen gewohnt bin und sowas, aber es kommen halt immer Vorreiter, Sixten hat einfach viel gemacht, Nura droppt alleine geile Sachen, also ich finde, da kommt einfach noch mehr dazu. Es ist manchmal ein bisschen gewollt und sowas, aber ich finde, man braucht das einfach ein breites Spektrum und ich finde es einfach eine geile Art und Weise, dass da einfach mal die Frauen ankommen und dass sie einfach Bock haben zu zeigen, ja hey, ganz ehrlich, Jungs, es geht auch nicht so, denkt mal einfach drüber nach und sowas, ist einfach was Geiles, das ist eine gute Entwicklung und Battle Rap macht einfach Bock so. Auf jeden Fall sehr, sehr weise Worte von einem weisen Mann. Jetzt blenden wir eine kurze Frage von Jens ein. Also du bist jetzt zum ersten Mal da und Leute fragen sich manchmal in den Kommentaren und Foren, was ist so die Etikette und so. Und jetzt hatten wir, du hast ja gerade schon gesagt, das war ein Battle, was du auf jeden Fall sehr geil fandst. So. Auf der einen Seite, hat dich das so ermutigt, locker zu sein oder stehst du rum, so als Newbie, sage ich jetzt mal, vor Ort, steht man dann, kann ich jetzt laut sein oder so, macht man sich darüber Gedanken? Am Anfang schon, weil das ja schon auch viele Gags sind, die sich wiederholen, aber ich bin ein bisschen nerdig. Ich habe halt quasi seit anderthalb Jahren gucke ich mir Battles an, alte Battles und ich habe es gefeiert. Ich feiere dann so da, ich finde einfach, die Crowd ist einfach cool, die ist offen und also ich tue mich da nicht schwer, aber ich kann verstehen für jeden Newcomer oder der neu da ist, dass man so ein bisschen zurückhaltender ist, weil es ja quasi schon eine eingeschworene Crowd ist, die weiß, was so ankommt oder wenn man halt irgendwie Referenzen bringt und sowas. Man muss auch schon Erfahrung haben, um halt die Battles teilweise zu verstehen. Wäre das eine Atmosphäre, auf die du selber Bock hättest, dich auszuprobieren? Tendenziell ja, aber ich bin zu faul zum Schreiben und sowas, aber müsste ich mal selber mal probieren. Der Gedanke wächst langsam. Ich kenne auch den Herr Sören und sowas. Ich habe mit dem früher zusammen studiert oder im selben Haus gewohnt und ja, vielleicht ergibt sich das mal. Also ich meine, genau, also so Proving Grounds ist ja immer schon mal so ein Ding. Es ist nicht so ein Riesen-Event, so die Hemmschwelle ist wahrscheinlich schon sehr gering. Ja. Zum Abschluss, ich hätte eine letzte Frage noch. Du hast ja erzählt, du warst schon irgendwie jetzt länger so auch nerdig into Battle Rap und so. Und nach anderthalb Jahren hast du dich jetzt dann quasi dafür entschieden, das erste Mal auf so ein Event zu gehen. Gab es irgendwie so ein Schlüsselereignis, was dich dazu bewegt hat? Oder?
naja, sagen wir mal so, hier in Wiesbaden gibt es nicht viel. Brewing Crowns habe ich recht spät mitbekommen und sowas. Deswegen, ja, nicht so richtig, aber ich habe es jetzt endlich mal mitbekommen. Und genau, ich habe auch so ein bisschen so diese Support, hey, support the locals und so. Durch Corona ist auch viel verloren gegangen. Deswegen, ja, ich habe es halt mitbekommen, ja. Also es ging tatsächlich viel. Also du bist local hier Wiesbadener? Nee, Mainzer, aber ich bin hier auch erst vor 2 Jahren hingezogen, also von dem her bin ich so ein bisschen kleiner Wandervogel. Also die Nähe quasi hat dich ja hergezogen, zu einem großen Teil. Okay, ey, vielen lieben Dank für dieses Interview, wenn Jens keine Frage mehr hat. Wir haben hier die schöne Juliane, die sich gerade freiwillig für dieses bizarre Interviewformat gemeldet hat. Und erzähl doch mal, ist dein erstes Battle Rap Event heute? Ja, das ist das erste Mal, sonst musste ich immer arbeiten oder es war zu weit weg. Ist ja sonst immer in Berlin oder München, das ist ziemlich weit weg. Wiesbaden ist perfekt. Okay, aber du verfolgst Battle Rap an sich schon länger? Ja, ich kaufe mir auch immer die Pay-Per-Views und so und sonst auf YouTube. Oh nice, da bist du ja richtige Supporterin. Gab es auf der heutigen Card irgendwas, was dich so besonders angesprochen hast, wo du dir dann gedacht hast, boah, da muss ich auf jeden Fall hin? Ja, also das Battle von Dasha wollte ich schon sehen, das war schon krass. Ja, ansonsten die anderen kannte ich gar nicht so sehr, ja. Und was würdest du denn auch zu jetzt den Matches vielleicht, die du, wo du die Namen vielleicht nicht auf dem Schirm hattest, wie fandest du bis jetzt so den Tag? Hattest du ein Favoritenmatch? Ja, das wird das auf jeden Fall, das war schon so, wie ich es mir erwartet habe, schon noch krasser als das auf jeden Fall. Ja, die anderen waren auch stark, das letzte war, ich weiß nicht, was das letzte genau war, aber... Moonshadow gegen Riesenlauch. Ja, da fand ich auch gut, dass es nicht so ernst war. Ja, das war, dass sie sich supportet haben, auch bei den gegenseitigen Runden. Das war schon gut. Was war so dein erster Berührungspunkt mit Battle Rap? Wie kommt man so dazu? Also früher habe ich immer, also gut früher, da war ich noch nicht so alt, aber als ich das dann entdeckt habe, da habe ich Rap am Mittwoch immer geguckt, die alten Sachen halt. Und habe dann gesehen, ja, es gibt ja jetzt aktuell trotzdem wieder Ligen, die man gucken könnte. Und dann habe ich von den alten Sachen von Rapper Mittwoch dann mal Dilton die angeguckt und Future of Battle Rap. Und ja, dann bin ich dabei geblieben. Eine Frage ist noch dazu interessant, wie man dazu kommt, ist zum Beispiel mittlerweile natürlich nicht durch FOB, aber in meinem durchaus Hip-Hop geprägten Freundeskreis interessieren sich nicht viele für Battle Rap. Wie macht man Werbung dafür? Kommst du alleine? Kommst du mit Freundinnen und Freunden? Oder wie ist das so bei dir? Ich bin jetzt alleine hier. Ich kenne tatsächlich niemanden, der das feiert. Deswegen dachte ich mir immer, ja, keine Ahnung, nach Berlin fahren alleine finde ich jetzt nicht so cool. Aber wenn es in Wiesbaden ist, ist es in der Nähe und dann gucke ich es mir auch alleine an. Und was würdest du denn so in Short sagen nach so einem Tag wie heute? Würdest du deinen Freundinnen und Freunden empfehlen, mal mitzukommen oder eher nicht? Ja, würde ich schon empfehlen, aber die interessieren sich halt so gar nicht dafür. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass man hier Leute kennenlernt und dann kann man mit denen gehen. Ja, ist tatsächlich so ein krasses Ding, dass Battle Rap immer noch so übelst die Nischenkultur ist, selbst für Leute, die eigentlich sonst irgendwie in Englisch- oder deutschsprachigem Hip-Hop voll drin sind. Würdest du denn sagen, so wenn man hier alleine hinkommt, man fühlt sich in Anführungszeichen einsam oder ist es einfach irgendwie mit Leuten zu connecten oder so? Ja, es gibt bestimmt Leute, für die es einfacher wäre, aber ich stelle mich meistens oft zu und dann wird man auch ganz offen aufgenommen eigentlich. Genau, das ist nämlich ein Gefühl, was ich auch hatte, als ich das erste Mal zu einem Battle-Rap-Event kam, bei Dilty Lee vor einer halben Ewigkeit. Man kann einfach mal losgehen und man kann einfach mal die Sachen noch auf sich zukommen lassen, weil es irgendwie eine sehr offene Community ist. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Das ist ja irgendwie wild, ne? Du bist so Ligenchef, du bist hier so und wir machen so unser Ding. Du judgest so ein Ding, fällt dir das leicht? Oder denkst du so, nee, ich muss jetzt voll drauf achten, wie ich das mache oder so? Wie ist das so, judge zu sein? Ich finde Judgen ziemlich leicht, weil es ist ja nur meine persönliche Meinung. Also klar, man versucht objektiv zu bleiben, weil, sagen wir jetzt mal, Rule gegen Dias hieß der. Klar, ne, Rule kommt von uns und da habe ich vorher gedacht, ah, wird das schwierig, ist man da irgendwie befangen. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig, weil ich achte ja auf dieselben Sachen, wie wenn ich keinen der Battle Rapper kennen würde. Und ich bilde mir einfach diese Meinung vorher. Ich versuche ein Battle nicht nach Runden zu judgen. Das finde ich eigentlich nicht so cool, sondern eher nach dem Gesamtkonstrukt, nach einem kompletten Bild. Und deswegen, so in meinem Kopf mache ich mir vorher Gedanken, wie nehme ich das ganze Ding wahr. Dann sage ich meine Meinung. Ich glaube, ich habe auch manchmal ganz andere Sicht auf Battles als die Mehrheit. So, ich habe andere Kriterien, einen anderen Maßstab, den ich da anlege. Aber schwierig nicht, im Gegenteil. Ich mache es gerne.
Aber hast du vielleicht trotzdem so eine grundsätzliche Angst, dass bei ultra knappen Battles, wie jetzt zum Beispiel dem Rule Battle, dass man unterschwellig trotzdem irgendwie durch diese persönliche Beziehung so dieses letzte Prozent, um dieses knappe Battle zu entscheiden, dass es dann doch irgendwie subjektiv persönlich mit einfließt? Das kann sein, aber ich glaube, davon kann sich keiner frei machen, weil jeder Mensch irgendwie automatisch den einen ein bisschen sympathischer findet und den anderen nicht. Das heißt, selbst wenn es kein Rapper von unserer Plattform wäre, hättest du vorher schon so ein Bild oder im Battle würdest du sagen, okay, keine Ahnung, der oder die trifft jetzt mehr meinen Geschmack, der oder die ist mir sympathischer. Und das hast du, glaube ich, bei jeder Person, dass das unterschwellig ein bisschen mit einfließt. Wie es der Zufall so will, wenn wir eigentlich schon durch sind, steht da ein lieber MC Goyner und sagt, er möchte ein bisschen Fame abgreifen. Dann mach doch mal ein Meme. Mein Meme ist es, ein Meme zu sein. Ich komme mit miesen Lines zu Friedrichs rein. Nein, auf jeden Fall, ich brauche ein bisschen Fame, Leute. Ich wurde heute jetzt schon seit 5 Minuten nicht mehr angesprochen. Keiner will mit mir reden. Und schreibt mir bei Instagram, bei Facebook, bei MySpace. Ja, stell mir eine Frage, die cool ist. Und da kann ich cool, cringig drauf antworten und dann geht das viral. Also der Erfinder von Battle Rap hat dir ja gerade an den Hinterkopf gefasst im Vorbeigehen. Wie wirst du jetzt mit dieser Situation umgehen? Also ich werde daraus erstmal 2, 3 TikToks machen. Dann werde ich ihm gleich, wenn ihr mich zufälligerweise dabei filmt, obwohl ihr gar nicht mehr filmen wolltet, zurück an den Kopf fassen. Schwenkt mal mit der Kamera. So, das habe ich mich revanchiert. Ich habe das so voll zärtlich gemacht. Ja, ich wollte auch, aber du hast dich bewegt. Ja, Digga, da war richtige Kralle okay, hier. Okay, nochmal. Digga, habe ich, Cut. Hab ich eine Beule. Mal nochmal für Cringe-Move. Ja, danke. Ich habe das zu dir gehalten, weil ich gehofft habe, du stöhnst oder so. Ja. Oder ja. Hast du das gehofft? Frag dich das.